Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. So, kannst noch mal ein bisschen schaukeln und dann würde ich sagen, gehst du mal schlafen, meine Liebe. Du musst dringend. Oh, ja, Kiddies, die in der Toilette spielen. Wie man es sich so wünscht, ne? Oder auch nicht. Aber. Ja. So, bei dir ist alles grün, das ist gut. Bei dir, ich könnte das ja eigentlich offen lassen, ne? Wäre vielleicht der sinnvollere Weg. Ah, der nächste schreit. Einmal Windel, ups. Einmal Windel wechseln. Und dann schlafen gehen. So, nächster Versuch. So, hier war noch alles grün. Du... Oh, hast ein bisschen daneben gestrullert. Ja, traurig. Auch wegen Verlust in der Familie. Hat Elternteil verloren. Stimmt. Du müsstest aber langsam schlafen, mein Lieber. Du gehst doch schlafen. Das ist gut. Die räume ich mal weg. Wir müssen ja hier nicht rumstinken, ne? Ah, du machst ein bisschen Schweinerei, weil man es so einfach machen kann. Zuschauen. Bei. Wie Mama schläft. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber du könntest mal aufs Töpfchen gehen. Glücklicherweise können unsere Kiddies das alle. Die können sich alle so schlafen. Die können alle alleine aufs Töpfchen. Das haben wir zum Glück. Da hat war ja irgendein Dude war hier zu Besuch und da mit dem. Der hat den letzten beiden das noch beigebracht. Eine sehr große Hilfe. So, wir haben auch Geld, dann könnte ich eigentlich gerade mal gucken, dass wir hier noch ein Kinderbett kaufen. So, das machen wir bei einer anderen Farbe. So, weil es für die nächsten werden ja bei Zeiten Kleinkinder werden. Dann sind wir da auch schon mal vorbereitet. Ja, und wir werden auch demnächst, ach, das könnte ich eigentlich jetzt machen, ne? Dass wir mal... Wir haben ja jetzt Geld. Oh, was ist das denn? Das geht ja mal gar nicht. Dass wir hier noch ein Zimmer anbauen, würde ich sagen. Muss ich nur mal gucken, in welche Richtung machen wir das denn? Bauen wir hier weiter, ne? Würde ich sagen. So, für die nächste Kindgeneration. Dann machen wir auch so eine Lampe rein. Wolkenlampe ist okay. So, haben wir Licht. Fenster wäre auch okay. So, machen wir erstmal nur dort. Teppichboden ist auch mal generell kein Fehler. Flausche Teppich. Machen wir mal blauen. Da haben wir solchen, da haben wir grau. Machen wir hier mal blau, oder? Oder machen wir dunkelblau. Machen wir dunkles Blau. Tapete. Eigentlich war ja mal mein Ziel, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer kriegt, aber das schaffen wir... Aktuell zumindest noch nicht. So oder lieber so? Nee, das Gelb geht gar nicht. Das passt nicht so gut zum Blau, aber das ging ganz gut, ne?
Machen wir die Farbe. Wobei, so gut passt die auch nicht zu dem Blau. Oder wir machen das Blau. Blau passt zum Blau. So, Türen. Eine Tür wäre noch von Vorteil, dass man da auch reinkommt. Den Flur können wir bei Gelegenheit mal länger ziehen, aber dann brauchen wir hier auch noch ein vernünftiges Klo und eine Dusche, würde ich fast sagen, ne? Wobei die Badewanne, ja. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein Klo drin. Und ein Waschbecken. Wobei, das machen wir vielleicht eher so in hell, passend zur Badewanne. Und ein Waschbecken brauchen wir hier noch. Besseres Becken, einrohriges Becken. Gotisch, ne, gotisch muss es ja nicht sein. Ein bisschen modern, das wäre ja vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Da ist die Wasserpfütze im Weg. Moment, das kriegen wir aber hin. Move Objects, so. Dann haben wir das hier und einen Spiegel bräuchten wir noch. Da gibt es auch so schöne Kinderspiegel, ne? Niedlicher Wolkenspiegel. Der hängt aber aktiv. Der ist vielleicht niedlich, aber Himmelskatzen, das wäre auch noch okay. Warum hängt der so tief, wenn ich mal fragen darf? 200. Oh, war das Waschbecken so teuer? Ich glaube, da machen wir einfach einen großen Wandspiegel erstmal. Spiegel mit Knoblauchgeruch. Könnten wir auch machen. Machen wir den mal dahin. War das Waschbecken so unglaublich teuer? 230? Nee, eigentlich nicht. Hopsala, da wollte ich nicht hin. Da müssen wir. Wo habe ich denn so viel Geld verballert? So, da brauchen wir natürlich noch ein Bett. Kinderbetten. Da können wir dann, das sind ja glaube ich Kleinkinderbetten und da können wir dann halt normale nehmen. Genau, unterstützt Kleinkinder, das wollte ich nicht. Da brauchen wir dann eher normale Einzelbettini-Träume, sowas. 330 Simoleons kostet sowas. 300. Das unterstützt auch Kleinkinder. Ich glaube, da warten wir noch mit. Ups. Da warten wir noch mal mit. Du, mein Lieber, sollst doch schlafen. Leg dich mal hin, mein Lieber. Das wäre sehr von Vorteil, wenn du das tust. So, hier freut sich irgendeiner. Ach so, du spielst immer noch im Klo. Mach das mal. So, du schläfst. Ach, da schläft der Zweite, okay. Gerade überlegt, so, du müsstest, ach so, du kannst danach dann mal ins Bett gehen. Wir haben eh schon 19 Uhr. Du bist relativ munter. Hygiene ist bei dir gerade noch ein bisschen Mangel. Sie braucht aber noch ein bisschen. Hä? Was willst du? Hereinbitten, freundlich vorstellen. Steh mal auf.
Der Geburtstag von Anton Erkram naht. Sehr gut. Wann hast du? Next, also morgen. Morgigen Tag. Rogaba. Sla. Arvo. Suna. Bono. So, du bist munter. Mit Fremden reden. So, dann kannst du dich mal wieder schlafen legen. Oder kannst du vielleicht erst noch aufs Klo. Narfa Yesua. Wa Dizor. Prita Flimabor? Ja, ja. Geht um so. Vielleicht kann. Unfug reden. Moment. Das kann ich hier vielleicht aber auch sagen. Zeit für ein Bad. Genau. Mach du das bitte. Was hast du denn? Ins Bett gehen. Lied singen. Ja, sing du von mir aus ein Lied. So, du könntest gerade nochmal schlafen gehen. Und nicht sie. Sie. Ist die Nudel jetzt einfach abgehauen? Nee, da ist er doch. Dacht gerade schon. Macht sie nicht. Hey. Zeit für ein Bad. Was hast du denn jetzt? Du sollst dich schlafen legen, mein Lieber. Ihr legt euch am besten alle schlafen. So, du redest mit dem, das ist okay. Du brauchst dringend Energie. Leg dich hin. Mit Fremden reden. Mehr Auswahl. Freundlich. Spielzeug zeigen. Ja, ja, er stinkt, ich weiß. Deswegen sollst du ihn ja auch baden, du Nudel. Ach so, kommt die da vielleicht gar nicht mehr hin. Fehlt, nee, eigentlich müsste das aber gehen. Hm? Traurig. Fremde Gefahr. Unbekannter Sinn. Ja, aber. Du, hab mich gerade gewundert, was das für ein Geräusch ist. Da fuhr der Staubsaugerroboter einfach los. Eigentlich hätte der heute frei, weil Feiertag. So, bittest du sie um ein Bad? Das wäre super, wenn du das machst. Aber sie will nicht. Da muss halt doch Mami ran. Dann bitte sie. So. Den machen wir mal in den Kühlschrank. Da Mama Darian eh nicht gegessen hat. Ist sie eigentlich gerade wieder schwanger? Ich glaube nicht, ne?
Die Kiddies. Badest du ihn? Das wäre super. Macht sie, sehr gut. Sehr gut. Ja, Energie ist auch wieder ziemlich low, aber danach, genau, danach kannst du ihn dann füttern. Oder sie, es sind ja zwei Mädels. Sind ja zwei Mädels. Oh, ist gewittert. Nicht gewittern. Wütend. Leg dich schlafen, bitte. Du wirst gebadet, du schläfst. Achso, die anderen drei sind ja da. Passt. So, danach kann er hoffentlich auch schlafen. Sie muss los, okay. So, dann du müsstest aufs Klo. Wir sind beide dreckig, aber das ist mal egal. Ist ein bisschen eklig, aber... Hast du sie jetzt gefüttert? Sie hat sie, glaube ich, nicht gefüttert, ne? Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Nein, nein. Nicht Kinderservice engagieren. Füttern. Mit Flasche füttern. Macht sie nicht. Aber die scheinen zufrieden zu sein. Wirf das mal weg. Räumen das kurz auf und dann isst mal was. Wir haben ja noch Salat. Oh ne, du kannst auch den Kuchen essen. Der ist besser für dich. Und weil der Salat ist besser für die Kiddies. So, wieso bist du schon wieder wach? Du musst schlafen. Zu viel Angst. Angst vor Gewitter. 2 Stunden. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Oh, ich hasse Gewitter bei Sims. So, leg du dich bitte schlafen. So, Conny Alfred hat großen Hunger. Du dumme Nuss, solltest ihn sie doch füttern. Hast du halt nicht gemacht, ne? Blöde Nudel. Füttern, stillen. Mach. So, ich hoffe, er kann bald wieder schlafen. Halbe Stunde dauert es noch. Schreien sie beide. Und sie ist natürlich auch wieder total übermüdet, aber sie muss zumindest was... Ach, er müsste auch was essen. Okay, Moment. Das kriegen wir hin. Isst du mal was? Ach so, das hätte ich ihm geben können, ne? Naja, egal. Da hält es ja im Kühlschrank. So, du kümmerst dich nicht um ihn hier. Kinderbuch vorlesen, haben wir jetzt gar nicht die Zeit für. So. Und anschließend darfst du ihn hier oder sie füttern. So. Du holst dir was zu essen, das ist gut. Bist halt auch müde, ne? Aber Hunger geht natürlich auch. So, du nimmst dir auch mal ein Gericht. Du kriegst auch langsam Hunger. Wie viel haben wir denn? 4 übrig, das passt. Steh du auch mal auf. Du... Oh, da hat jemand die Windel voll. Windel wechseln. Hm,
So. Ja, und sie kippt gleich schon wieder um, weil todmüde. Füttern sollst du sie bitte auch noch. So viel Zeit muss leider gleich noch sein. So, Conny Alfred hat Geburtstag. Die Zeit fliegt nur so dahin, ja. Sehr gut, er hat auch Geburtstag. Da muss sie aber ein bisschen schlafen, muss sie. Dann können wir einen Geburtstagskuchen machen. Und, so, du nimmst auch mal ein Gericht. So, du bist müde, du bist auch nur noch traurig. So, da ist voll. So, du bist noch am Essen. Du bist ziemlich ausgeschlafen. Du auch weitestgehend. Du nicht, aber du hast auch Hunger, ne? Du kannst dich danach da nochmal wieder schlafen legen. So, du bitte jetzt auch. Zumindest so weit. Du sollst hier nicht nach Kleinkind sehen. Du sollst schlafen gehen, meine Liebe. Du kippst mir nur wieder um. Dinge, die wir nicht wollen, ne? Level 2 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Sehr gut. So, die anderen können aber vielleicht trotzdem pennen gehen dann. Hat so viel Angst. Noch 6 Minuten. Spielt? Was spielst denn du? Ah, okay. Leg du dich mal schlafen. Dann geht nämlich die Zeit schneller rum. Du legst dich auch schlafen. Sehr gut. Du kannst gerade... Doch, du kannst jetzt auch... Wer legt sich denn hier wohin? Du in das gelbe Bett. Du in das blaue Bett. Dann kannst du in das hier. So, wenn dann nämlich alle schlafen, dann... Ich habe gerade überlegt, was er macht. Bisschen im Essen rummatschen. Ja, das kannst du sehr gut. Sie hat auch noch nicht wirklich gegessen, ne? Oder schon wieder Hunger. So, wenn du jetzt noch was isst und dich dann hinlegst, sehr gut. Dann können nämlich alle noch was schlafen. Halleluja. So, guck du mal danach. Ist den Salat noch fertig und dann kannst du mal einen Kuchen backen. Kuchen kochen. Mach einen schönen Käse. Achso, das ist Käse, aber ein Hamburgerkuchen. Kommt bestimmt gut an bei den Kiddies. So, jetzt brauchen wir da natürlich Geld, ne? Den kannst du noch leeren. Die sind gerade ruhig. Jetzt müsste ich natürlich mal gucken, wie kriegen wir denn Geld? Geld für... Oh. Den beanspruchen wir mal. Den kann ich bestimmt verkaufen. Den können wir... Ne, können wir nichts ernten. So, Kittys sind wach. Wow. Schau im Tetris vorbei. So, aber wie ich sehe, ist die Zeit um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn die Kiddies größer werden. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.